Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Und heute werden wir die Module, die wir in der letzten Folge gebaut haben, an unsere MS Kolonie anbauen. Ich habe noch zwei weitere Module gemacht, nämlich eine Raffinerie und ein Funkturm. Die haben uns nämlich noch gefehlt. Die Raffinerie werden wir direkt an den Bohrturm anschließen und der Funkturm kommt dann irgendwo noch dazwischen. Wir haben hier zuerst die zwei der vier generischen Module. Danach werde ich direkt eine weitere Rakete mit anderen Skins hochschicken. Danach eben den Bohrturm und danach das Atomkraftwerk. Genau. Los geht's.
Wir haben jetzt die ersten beiden Raketen schon gestartet. Und ihr seht, wir haben jetzt hier vier von diesen Modulen dran. Jeweils zwei an einem Landemodul und vier verschiedene Farben. Die sind jetzt hier weiter hinten. Die wiegen natürlich genau gleich viel, etwa 22 Tonnen. Hier weiter vorne kommen dann noch zwei weitere Module dran. Und zwar einmal unseren Bohrturm mit einer Raffinerie. Und hier weiter oben unser Atomkraftwerk mit dem Funkturm. So, da haben wir unseren Bohrturm und unsere Raffinerie noch angedockt. Jetzt wird oben nur noch das Atomkraftwerk und der Funkturm. Und ihr seht, die Raffinerie hier, die war in der letzten Folge noch nicht mit dabei. Und die sieht jetzt so aus. So ein kleiner Kasten, ein paar Räder drin. Das können wir dann andocken an den Bohrturm. Und dann haben wir hier irgendwie Treibstofftanks drinne. Wird dann irgendwie Treibstoff oder so hergestellt. Und jedenfalls kommt jetzt hier noch unser Atomkraftwerk.
Und da haben wir alle vier Raketen quasi erfolgreich gestartet. Drei davon sind auch gelandet, eine ist abgestürzt. Hier weiter hinten haben wir eben die vier generischen Module, könnte man sagen. Jeweils in vier verschiedenen Farben. Dann haben wir hier den Bohrturm und die Raffinerie. Und hier oben das Atomkraftwerk und den Funkturm. In der nächsten Folge werden wir dann hier vor allem mehr Treibstoff hinzufügen, weil das hier ist definitiv zu wenig. Und damit treffen wir quasi die letzten Vorbereitungen. In der übernächsten Folge kommt dann wahrscheinlich die Mission 2 dran, wo wir dann die ganzen Module nach Europa bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.